Chris Buhr und Thea machen ihre Sache gut und erobern Stück für Stück Ländereien des Revenant. Moko fungiert als Truppenlieferant und Rana errichtet Dörfer. Was dieser Revenant immer für Truppen hat. Jetzt hat er mir Ter besiegt. Das ist unglaublich. So, geht dahin. Du baust hier weiter. Ah. Village. Sabotage. Weg. Primary, Rock. Das nutzt mir nichts. Also ich habe hier oben eben jetzt gerade die Karte ausgespielt, dass dieses Dorf, nein, dieses eine Stadt, dass die zerstört wird. Da wird ein neuer Landstrich grün. Und ich hebe neue Truppen aus. Die Frage ist bei wem? Eigentlich bei ihm, weil ich zwei Armeen brauche. Der Revenant ist ja nicht zu besiegen. Ich brauche wieder ein paar Spricks. Und Furies. So. Von jeder Sorte, dann habe ich noch 16 Punkte frei. 16. Hm. Zwei von jeder Sorte sind noch 4 Punkte frei. Ja, es bleibt so. Mit dieser Armee. Du dahin. Dadurch, dass ich jetzt den Seeweg hier zu beiden Seiten kontrolliere, erwirtschaftet der Seeweg mir auch jetzt zusätzliches Gold. Und jetzt kommt der Ork hier rüber und erobert mir dieses Dorf. Das war aber von Anfang an klar, dass das passieren wird. Das ist mir egal. So, dann gehst du dahin. Du baust hier weiter aus. Du baust hier eine Stadt. Du hast noch nichts zu tun. Ich hätte noch 4 Punkte übrig. Nimm noch eine Sprig. Und noch einen Trend. Attacke. Ich habe keine günstige Karte irgendwie. Und der Revenant greift vorher an. Aber seine Armee war relativ schwach. Circle of Protection. No hero can move into this territory. Das brauche ich gerade nicht. Die Frage ist, wie lange? Wie lange geht denn das? Ich spiele das mal hier aus. So. Hier habe ich eine kleine Armee. Du rückst hier rein. Ja. Du hast hier eine Stadt gebaut. Geht dahin zurück. Das hier wird wieder umgebaut. Und hier gibt es den Clinch nach wie vor.
du hast was zu tun, du hast was zu tun, du bist im Clinch und ich kann Thea nicht wieder erwecken im Moment. Also End. Graziano ist besiegt, das war aber Zufall. Weil der Revenant eine fiese Karte ausgespielt hat, die dafür sorgt, dass Crispo fliehen musste. Das war eine Zwangsfliehkarte. Und außerdem ist hier irgendein Aufstand ausgebrochen. Um den ich mich jetzt gerade auch noch kümmern darf. Also man kommt nicht voran hier, das gibt's gar nicht. Ich weiß nicht, wie lange dieser Circle of Protection hier wirkt. Aber du musst erstmal den da unbedingt weghauen. Und ich habe ja noch irgendwo Deals 50% Damage to a Neutral Army. Das wird auch ausgespielt. Du hier oben reißt bitte die Festung ab. Also du hast was zu tun, du hast was zu tun. Du hast nichts zu tun. Bitte neue Truppen. So, 8 Punkte habe ich noch. Machen wir mal so. Seine Hauptstadt scheint gerade unbewacht zu sein. Dann zieh da mal schnell rein. End turn. Ach, so viel dazu. Victory. Das waren nur schwache Truppen, die er geholt hat. Und der Tentacler ist auch besiegt. Jetzt hier bitte anfangen zu erobern. In 3 Runden ist dann der Revenant besiegt, wenn er mir nicht nochmal in die Quere kommt, was ich ihm sofort zutraue. Dann habe ich hier jetzt das gesichert. Kann hier die Truppen wieder verstärken. So. Ja. Geht genau auf. Wenn ich mich jetzt darauf verlassen könnte, dass es Moko schafft, hier zu erobern, dann könnte ich jetzt mit Crispur die Jura-Insel einnehmen. Wobei ich die auch ignorieren kann, weil hier der Seeweg gesperrt ist. Also ich muss das nicht machen. Das kann man irgendwann machen. Hier droht mir keine Gefahr, glaube ich. Das heißt, es ist besser, wenn ich mit ihm wieder hier zurückziehe. Hier oben ist die Festung abgerissen worden und wird durch ein Dorf ersetzt. Und damit ist auch die Runde zu Ende. Jawohl, End Turn. So, hier unten ist jetzt ein Zwerg und da ist ein Ork. Die Frage ist, wie schnell die aneinander geraten, beziehungsweise ob der Ork nicht einfach versucht, mir dieses Stück Land hier wegzunehmen. Das hatte ich ja einkalkuliert. Ich bin nur unsicher, was passiert, wenn dieses Portal in die Hände der Orks fällt. Ob ich dann da noch hin teleportieren kann. Weil der Seeweg ist ja platt, nach wie vor, den kann ich nicht benutzen. Und das Portal hier ist die einzige Möglichkeit, vom westlichen, nein, östlichen Teil der Karte in den westlichen zu kommen. Und ich weiß nicht, ob ich dahin teleportieren kann, wenn das unter Herrschaft der Orks steht. Das heißt, sinnvoller... Blöde Wolke! Das heißt, sinnvollerweise und sicherheitshalber müsste ich eigentlich mit Crispur
jetzt über ein eigenes Portal. Das nächste befindet sich dort. Dahin teleportieren. Das würde 1, 2, 3 Runden dauern. Wenn er anfängt, das zu erobern, jetzt, dann ist das vorher passiert. Aber das muss ich mal ausprobieren. Ich weiß es ja nicht, wie das hier reagiert. Ich hoffe, der Revenant ist jetzt geschlagen. Der hat noch 130 Truppen. Das ist das hier, also Truppenstärke. Da unten und da hat aber keinen Helden. Und ich hoffe, der bekommt er in den nächsten beiden Runden auch nicht zurück. Also du ziehst mal dahin. Oder nee, warte mal, stopp. Wenn du hier ein Portal baust, dann bist du in 2 Runden da drüben. Das ist viel kürzer. Ich kann das Portal ja dann wieder abreißen. Ja. Und du baust hier oben ein Dorf. Ende. Ja, der Ork ist dabei, dort zu erobern, aber ohne mich. Crispur kommt. In einer Runde ist der Revenant hoffentlich platt. Hier oben wird das Dorf zu einer Stadt ausgebaut. Bumper Crop. Target Territory produces mal 3 Gold this turn. Das sollte ich ausspielen. 32, 35 sogar. Ja, mach das hier. Forst, Marsch und so brauche ich gerade nicht. Ende. Ach so. Moment mal. Richtig, ich habe das wieder nicht richtig gemacht. Du sollst dahin. Jetzt. Das hier ist ein Fäborn-Portal und das bleibt es auch. Ihr Scheißzwerge. Puh, der Revenant ist besiegt. Das ist gut, weil ich dann hier hinten erstmal Ruhe habe. Ich kann jetzt in aller Ruhe hier mit Rana weiter ausbauen und kann mir erstmal die Orks vorknöpfen. Die Zwerge. Weil in dem Moment, wo ich die Orks angreife und die Orks besiege, wird hier die Seeblockade aufgehoben. Und ich weiß nicht, ob das gerade sinnvoll ist zu tun. Außerdem kann ich doch allmählich wieder mal meinen Helden Thea beschwören. Ja, mach das mal. Vielleicht am sinnvollsten da. Thea. Ach, da ist er schon. Das geht ja schnell. Gut, hier oben habe ich eine Stadt, da habe ich eine Stadt, da habe ich eine Stadt. Da ist ein Portal. Sinnvollerweise habe ich hier auch eine Stadt. Dieser Turm hier nutzt mir gar nichts. Und ich kann hier natürlich auch jetzt richtig Rabatz machen. Aber Crispur braucht auch unbedingt Hilfe. Was ist denn hier in dieser Stadt? Die Stadt City of Tinsmith Fields hat lediglich einen Marktplatz. Das ist schlecht. Ich muss hier dringend was bauen. Baue bitte erstmal ein Portal. Kann ich nicht ausspielen, stimmt ja. Du baust was. Du könntest dahin. Du kannst Truppen nehmen. Ganz viele. Ja.
Erstmal so und dann hier rein und die schmeiße ich mal weg. Die Golems gefallen mir irgendwie nicht so. Drei auf drei, vier, fünf. So. Halt. Nimm noch zwei von denen. Okay, eine 32er Armee. Das kann ich hier erobern, aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Du kannst dich dahin teleportieren, um ihm zu helfen. Richtig? Richtig, das geht. Du teleportierst dich nach Dario. Dann hat er hier Hilfe. Du ziehst weiter dahin, reißt hier den Turm ab, baust da ein Dorf und du bist hier ja am Basteln. Endturn. Swords of Plowshares. Converts a tower for the citadel to equivalent hamlet type. Ah, das ist das, was ich eigentlich vorhin machen wollte. Das kann ich ja hier ausspielen, richtig? Genau. Dann spare ich da eine Runde. Kann ich das zurücknehmen? Eigentlich? Lass es halt. Du ziehst halt erstmal dahin. Hier sind die Zwerge vor den Fäborn geflohen. Hier haben die Orks Rabatz gemacht. Ich würde hier auch wieder die Truppen austauschen. Ter gibt alles an guten Truppen darüber. Und verabschiedet sich selber wieder durch ein Portal, um neue Truppen auszuheben. Du teleportierst nach Maplestone, Ter. Und mit seiner 94er Armee trittst du hier bitte mal den Orks in den Arsch. Es haben alle was zu tun. Nein, du hast nichts zu tun. Du baust hier bitte aus. Und zwar brauche ich ganz dringend die Kaserne hier. Endturn. Sehr gut. Es geht voran, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke mal, dass ich die Mission hier gewinnen werde. Da müsste schon viel Böses passieren, dass ich das noch verliere. Vor allen Dingen der Revenant, der immer so sehr blöden lilanen Karten hatte, woher auch immer. Der ist aus dem Spiel. Hier ist Merchant Rana und baut hier bitte mal jetzt ebenfalls... Ach nee, hier baue ich tatsächlich mal... einen Turm. Da kann ich das ja mal benutzen. Ne, bau erstmal einen Tower, den kann ich dann noch updaten. Genau, du baust hier mal einen Turm. Du hast hier in der Stadt die Kaserne errichtet. Bitte mal den Bazar errichten. Das ist Moko, der müsste eigentlich hier noch diese beiden Länder mal erobern, weil das kann Rana nicht. Die ist ja als Händler bei mir für andere Sachen gut. Jetzt habe ich hier was Zerstörtes. Will ich hier was aufbauen oder will ich hier erstmal wieder weggehen? Nee, du ziehst ja wieder weg, dahin zurück. Du hast was zu tun, du hast was zu tun, du hast was zu tun, du hast nichts zu tun. Ich kann nicht viele Truppen ausheben. Du ziehst mal
dahin und baust dann hier die Stadt aus. Ende. Wow, ist das eine dicke Armee. Aber die soll mal bitte schön da oben hinlaufen. Soll ich die angreifen? Oh, ich weiß nicht. All friendly troops. Die Frage ist, was der Zwerg jetzt macht. Ich muss ihn ja nicht unbedingt angreifen. Wenn er zu mir reinzieht, dann kann ich ihn angreifen. Wenn er zum Ork zieht, dann kann ich mir in den Rücken fallen. Ja, jetzt werde ich das hier mal spielen. Charge. Nur für den Fall, dass er mich angreift. So, du baust hier oben bitte ein Dorf. Du hast hier einen Turm gebaut. Ich habe hier eine Karte, die mir einen Turm in eine Festung verwandelt. Die würde ich gerne hier ausspielen. Du kannst dann mal hier hingehen und dieses Dorf erobern. Und du hast hier in der Stadt was gebaut. Und baust bitte noch weiter. Ja. Elite-Truppen. Ende. Was, Crispo? Ach ja, richtig. Ja, du machst nichts, das stimmt. Ja, Zwerge, es war wohl scheiße, oder? Jetzt habe ich endlich verstanden, wie man diese Charge-Karte ausspielen muss am besten. So, was ist passiert? Hier oben habe ich jetzt ein Dorf. Da baust du bitte mal das zu einer Stadt aus. Hier ist jetzt eine Festung draus geworden. Du eroberst mal gerade das Land. Und du... Da ich jetzt hier nicht unbedingt weiter ausbauen muss. Du kannst hier Truppen ausheben. Ungefähr so, aber ich habe noch Platz. Nehme halt mal ein paar von denen. So zum Beispiel. Und mit dieser Armee kannst du ihm ja zu Hilfe kommen. Richtig? Ja, du kannst dich teleportieren. Nach Dario. Und dann kriegen die Zwerge ihre Packung. Forced March brauche ich nicht, Charge brauche ich nicht. Flaming Missiles. All friendly troops on target territory gain 50% attack during missile phase. Spiel das mal aus. Du bist am Bauen, du bist am Erobern, du bist am Beamen und du bist in der Schlacht. Ende. Hat der ein Glück. War Industry. Converts a hamlet, village or town to its equivalent tower type improvement. Das brauche ich nicht. Das habe ich nicht vor, das zu tun. Kann ich eigentlich auch verkaufen, solche Karten? Ah, hier. Sell card. Wie geht denn das? 50, ja. Das kann man also auch machen. Man kann Karten verkaufen, die man nicht braucht, weil ich glaube, mehr als 5 Karten gleichzeitig kann man nicht halten. Und wenn da Karten dabei sind, die man nicht braucht, wäre das ja blöd, wenn man dann sich die Chance nimmt, eine neue Karte zu bekommen, die irgendwas Sinnvolleres auslöst. So. Hier.
gibt es jetzt den berüchtigten Truppentransfer von Moko. Moko kann sich zurückteleportieren. Der kann mal hier langsam Rabatz machen. Genau, Moko teleportiert sich nach Maplestone. Und hier ist Chris Buhr. Und der setzt dem Zwergen hinterher. Du bist am Erobern. Du hast was gebaut. Mehr kann ich da nicht machen. Du gehst jetzt mal dahin. Oder ich könnte auch das Portal hier... Ich könnte dahin gehen, dorthin beamen und dieses Portal auch in eine Stadt umwandeln. Dort brauche ich gar kein Portal im Moment. Ja, mach das mal dahin. End Turn. Und End Video mal wieder. Das ist vorbei. Es sieht ganz gut aus. Der Revenant ist futsch. Und die Orks und die Zwerge haben sich gegenseitig geschwächt. Die werden den Fäborn zum Opfer fallen. Hoffentlich schon im nächsten Teil. Bis dahin.